Hallo und herzlich willkommen zur Special-Folge von meinem Let's Play. Ja, wie in der letzten Folge schon angefangen, werde ich heute die Tauschquest hoffentlich vollenden, und zwar ohne Fehler. Im letzten Mal ging das ja alles nicht ganz so rund. So, und wir fangen dann direkt mal an. Hallo, er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. So, du möchtest wieder geweckt werden. Ja, du kleiner Kuppeli. Entschuldigung. Henny, was? Ich dachte, nur ein netter Mensch wie ich kann nicht zähmen. Das bedeutet, eigentlich hatten wir das ja alles. Du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt, ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Okay. Der Schimmelpilz. Ein frischer Pilz, der sehr schnell fault. Und diesmal werde ich nicht zu spät sein. Diesmal kenne ich einen besseren Weg. Glaube ich. Juhu. So, ja. Das sieht doch schon besser aus. Hier waren die Goronen. Und ich gehe mal hier lang. Gen Goronen. So, wenn ihr euch denkt, er kann sich doch einfach teleportieren. Nein, das geht leider nicht. Dann ist die Zeit komplett abgelaufen. Noch bevor ich Hallo sagen kann. Also teleportieren geht überhaupt nicht. Epona wäre noch eine Lösung. Oder man läuft halt den Weg ganz schnell hier hoch. Ich hoffe, das ist schneller als der Weg über die Hylianische Steppe. Wir werden es ja gleich sehen. Diesmal weiß ich ja auch, wo ich exakt hin muss, hoffe ich. Also der eine Laden war es nicht. Kann ich hier schon runterspringen? Nee, das wird nichts bringen, oder? Nope. So, ja, ich man hat ja im letzten Part gesehen, da dieser Laden, von dem ich von hinten reinkam. Das war der falsche. Und den kann ich aber benutzen, um dann, denke ich, hinten rauszukommen. Da muss ich meinen Enterhaken gar nicht einsetzen. Guck mal, sind wir schon da? Es ging doch schon viel schneller, glaube ich. Noch nicht mal Halbzeit. So, den Laden hier meine ich. Du lässt mich bitte hier rein. Hallo, ich bin mal hinten durch. Danke. So. Da ist nämlich jetzt hier. In dieses Haus musste ich eigentlich gehen. Das hätte ich wahrscheinlich sogar noch geschafft gestern. Aber manchmal ist das halt so. Nein, Matt, nicht da, sondern da. Genau. Dieser Taugenichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Ich verstehe. Hey, gib mir das. Gib das sofort her. Ja. Okay, was war das jetzt gerade? Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Der Modertrank. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Okay, jetzt haben wir keinen Timer. Das heißt, wir können wieder ganz bequem. Nein. Ich möchte das Lied doch noch wissen. Ganz bequem mit der Ocarina reisen. Und ich habe das Lied schon wieder vergessen. Ah, oben. Links, rechts, links, rechts. Ja, ich möchte zu den verlorenen Wäldern reisen. Möchte ich wirklich. So, jetzt haben wir wieder ein Problem mit Dicky hier, aber ich kann ja eben, okay, das wollte ich jetzt nicht so direkt machen, aber Specky bekommt jetzt einen heftigen Feuerpfeil ins Gesicht.
Fresse. Voll in die Fresse. Okay. Wow, was hält er denn aus? Das war's. Er droppt kein Geld. Letztens war der doch kein Vieh, oder? Oder war da doch eins? Laufen die Dinger Kurven oder habe ich die einfach übersehen? Ich weiß es nicht mehr. So, aber das interessiert uns jetzt auch mit den Dingern, mit den anderen hier nicht. Wir können ja einfach rüberlaufen. So, und was sagt der Navi zu unserem Gemisch? Sieht ganz so aus, okay. Nichts. Ich gehe erstmal raus. Weil sonst ist der Weg, glaube ich, zu lang. Unnötig lang jedenfalls. Und Typi, wir haben was für dich von deiner Mutter, Oma oder so. Es hat sich verwandelt. Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kukiri ist, ist verdammt. Jeder. Sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Pflanze? Okay. Was mache ich denn jetzt damit? Willst du das? Ja, er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kukiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat er sich inzwischen auch in irgendeine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir. Ja. Du hast den Modertrank gegen die Säge eingetauscht. Der komische Kerl hat das wohl hier liegen lassen. Wirst auch du dich verwandeln? Ich glaube nicht. Ich bin der Held. Ich dachte, die hat das gesagt. Okay, creepy guy. Wir haben eine Säge. Was sagt Navi dazu? Gar nichts. Das ist nicht gut. Was machen wir mit einer Säge? Das Einzige, was mir einfällt, wäre jetzt benutzen, um Schaden zu verursachen. Aber da wir das Ding nur rausholen, scheint es ja so ein Quest-Item zu sein. Das heißt, entweder auf der Farm oder die, wie heißen sie denn, die Bauleute, die damals Kakariko gebaut haben oder geholfen haben, es zu bauen. So. Aus meinem Gedächtnis. Ja. So, ich glaube, heute werde ich mal auf die Zeit achten. Denn der letzte Part, der ging ja 30 Minuten. Es war sehr, sehr warm und mein Kopf war eh schon Matsche. Weil ich den ganzen Tag in einem heißen Büro arbeiten musste. Das ist nicht gerade gut für den Kopf. So. Ich bin mir unsicher, wo man die Säge jetzt abgeben kann, beziehungsweise ob ich sie schon abgeben kann. Oh. Warum verziehe ich denn so? Okay. Machen wir das mal direkt. Ich habe ja gesagt, ich möchte das nicht sammeln, aber wenn die uns schon so ins Gesicht springen, kann ich auch nicht widerstehen. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja. Du hast den Nachtschwärmer in der Flasche aufbewahrt. Das wollte ich nicht tun. So. So, ich weiß natürlich, wo man die Säge abgibt. Bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt schon geht oder ob ich vorher etwas anderes machen muss. Aber das wollte ich gerade prüfen. Kann man hier runterspringen? Nein. Epona weigert sich. Na gut, dann außen rum bitte. Ja, sehr schön.
Ein Pfeil habe ich noch. Ah, es wird nichts bringen. Mit einem Pfeil klappt das nicht. Das heißt, diesen Geist muss ich schon anders holen. Wenn ihr ihn gerade nicht gesehen habt, der ist da in diesem Berg gespawnt und sofort wieder verschwunden. So, hier sind wir in der Wüste, beziehungsweise fast in der Wüste, im Gerudo-Tal. Da, wo Ganondorf eigentlich herkommt. Ein ganz schmaler Weg, Epona, das schaffst du. Und, wow, da sehen wir ein Zelt und da möchte ich rein, aber die Brücke ist kaputt. Ja, Epona, ist okay. So, da sieht man's. Die Brücke ist kaputt. Und jetzt sieht man auch schon direkt, was sind denn das da für Schilder? Die sehen doch aus wie für den Endhaken gemacht. Und ja, das kann ich ja schon mal sagen. Man kann sich nur mit dem Endhaken dahin ziehen. Was steht denn hier? Klippenspringen verboten. Mit dem Fanghaken ging das Ganze nicht, weil er einfach zu kurz ist. Los, steig auf. Warum steigst du nicht auf? Okay, danke. So, mit dem Fanghaken ging das nicht, aber man hatte noch eine andere Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Und zwar mit diesem wundervollen Fertio. So, wir wenden uns mal auf der Stelle, in die Achse. Und geben Vollgas, denn Epona ist einfach krass. Oh yeah. Mega unlogisch, aber krass. So, und jetzt sehen wir schon die Zimmerleute, beziehungsweise einer davon. Das sieht auch ganz schick aus hier. Okay, hallo. Ich bin Handwerkermeister. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey, du. Wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Sehr gerne, aber ich habe hier was für dich. Dein Anliegen interessiert mich jetzt gerade nicht. Oh, das ist ja meine Säge, aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen gelassen. Bei der alten Frau, okay. Interessant. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bikoron-Schwert. Ach, was für ein Zufall. Du müsstest es nur von einem Goron reparieren lassen. Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du sie mir? Ja. Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts derart Wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist das ja okay. Das ist mehr als okay. Ich soll ja den Big Goron besuchen. Weil mit diesem kleinen Stück hier kann man nicht wirklich was anfangen. Deswegen mache ich das doch mal. Ich werde mich mal zum Feuertempel hin teleportieren. Mit dem Bolero des Feuers. Leider habe ich den Liedtext schon wieder vergessen. Unten A, rechts unten, rechts unten. Zum Todeskrater, ja. Und wir müssen uns umziehen, weil die blaue Rüstung ist ja nicht gerade gut für Hitze. Also, sie ist quasi wie die grüne Ausrüstung, sie bringt einfach nichts. Wir müssen hier lang. Einfach mal eben zurück und dann sind wir, ja, meine ich, auch schon fast da. Mach ich mal so, wir müssen dann nur noch den Berg hoch. Sure. So, mit Timern kenne ich mich ja aus. Aber das hat ja locker gepasst hier. Nein, nicht wieder. Och, Matt, was machst du denn? Bitte zurück, danke. Wir möchten hier lang. Und wir haben ja eine schnelle Möglichkeit, hätte ich eigentlich vorher auch schon machen können. Hier in ganz Gerun, hier gibt es auch für den Fang- bzw. Enterhaken ein paar Punkte zum Ranziehen. Nein.
So. Dann sollte ich mich da auch festhalten. Ah, oder direkt draufspringen. Perfekt. Ja, das ist richtig. Und dann müssen wir aber noch weiter hoch. Da wären wir wahrscheinlich doch schneller anders hochgekommen. Ach ja, hier geht's hoch. Okay. Aber was soll's? Ich will ja mein Let's Play in die Länge ziehen, ne? Ist ja mein Plan eigentlich. Damit ich noch länger in der Hitze spielen kann. Ist super. Einfach super. Komm hoch da. Und wir sehen, den Berg kennen wir. Da gehen wir jetzt mal hin. Mit unserem Turbo Boost. Ich hoffe, mir kommt jetzt nichts entgegen. Riesige Kugel oder so. Aber sieht gut aus. Und wir sehen, auch als Erwachsener sind hier diese Viecher. Kann ich die überspringen? Also kann ich mich mit dem Enterhaken da hochziehen? Mal gucken. Nope, geht nicht. Dann töte ich die. Und klettere manuell hoch. Wer ist manuell? So. Und da oben war ja auch schon direkt der Big Groon. Der versteckt sich ja hier. Natürlich. Was ist denn jetzt los? Hallo, Dicky. Mein Bruder. Er hat einen neuen Laden. Es ist Midigrons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich miete bessere Klingen. Die hylianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen, glaub mir. So, ich weiß nicht, der dance gerade richtig ab. Ich glaube, der hat gute Musik gehört. Was sagst du denn dazu? Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. In Soras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Sora. Bitte, bringe mir die Augentropfen. Ja. Du hast Bikoron das zerbrochene Gronenschwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Gehe zu König Sora. So, dann würde ich sagen, wir gehen zu König Sora und beenden dann eher vorerst den Part. Also doch letztendlich den Part. Wie komme ich da am besten hin? Zum Hylia-See nicht. Das ist... Nein. Ich glaube, da kommen wir echt am besten über die verlorenen Wälder hin. Und ich schäme mich erneut. Ihr wisst es ja langsam. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das jüngste. Ah, oben links, rechts, links, rechts. Ja, dann gehen wir wieder in den verlorenen Wald oder die verlorenen Wälder. Und von da aus dann, wie auch in dem letzten Part, durch diesen Teich kommt man ja direkt an diesen Wasserfall raus. Ich denke, das ist so der schnellste Weg jetzt gerade. So, Specky, zack. Zack. Drei waren das, oder? Sieht gut aus. Okay. So, da droppelt nichts. Bam, ist in den Nacken. Und den Weg kennen wir jetzt schon auswendig. Einmal hier über die Dashor. Dann eben den Wald verlassen, wieder reingehen. Und den anderen Weg, den kennt man ja. So, hier rechts geht's raus. Einmal zurück. Ich möchte mich gar nicht im Kokiri-Wald aufhalten. Überall nur kleine Kinder.
Es nervt ja überall Geschrei und laut und Mido. Niemand möchte Mido sehen. So, hier rechts müsste es auch schon sein. Ja. So. Und wir tauchen. Sehr schön, dann sind wir auch schon da. Was sollte das ja eigentlich sein? Hat das mal eine... so ein Torbogen? Also ein offizieller Pfad oder... was ist das hier? Kann man das mit dem Hammer weghauen? Hm, sieht schlecht aus. Na gut, wir haben was anderes zu tun. Hier erstmal Zeldas Wiegenlied spielen. So, und wer war das mal? Moses? Oder wer hat das Meer in zwei Teile geteilt? In zwei Hälften geteilt? Das war Moses, oder? Ich bin in diesen Geschichten nicht ganz drin. Das war vor 10 Jahren. Ah, nicht ganz vor 10, aber vor 8 Jahren war das so bei mir Thema. Beziehungsweise, was heißt Thema? Ich musste es mir anhören. Natürlich habe ich es nicht geglaubt. Aber es war ein netter Zeitvertreib. So, und mit diesen Worten beende ich diesen Part. Und er möchte auch gar nicht hier in die Kamera gucken. So. Da guckt er wieder weg. Ich bedanke mich natürlich wieder wie immer und wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ach ja, im nächsten Part dann die Quest weiter. Gucken, wie weit wir kommen. Und dann geht es in den Schattentempel. Bis dann.